Ein herzliches Willkommen zurück in Radiant City mit Malkondo. Hallo. Wusimu. Hallo. Und Tim Sims. Hallo. Hallo. Wieder alle dabei, alle fleißig am Arbeiten. Sollten zumindest. Das würde ich zumindest schwer hoffen. Du bist immer, also... Ja, ne? Ja, ich bin immer so negativ. Ich bin doch nicht negativ. Du verbreitest immer so negative Schwingungen. Jetzt hör aber auf, fang nicht mit so einem Kram an, ey. Esoterik-Gerede hier. Wieso Esoterik-Gerede? Ist das nicht immer so ein Esoterik-Kram? Hast du was gegen Esoterik? Nein. Ich habe absolut nichts gegen Esoterik. Aber Esoterik hat was gegen mich. Ja? Warum? Ja, weiß ich nicht. Was hat ihr Esoterik getan? Ah, ich bin in die Höhle gefallen. Hat mich mal irgendwann gehauen. Ach so, ja, kann ich verstehen. Wie kann ich verstehen? Eine Frage, wenn ich mal darf. Aber nur wenn's eine. Sein muss. Sind bei euch Rahmen? Also solche Rahmen, ja? Ihr wisst, welche Rahmen? Ja. Wo man Items reinlegen kann, sind die aktiviert? Weil wenn nicht, mache ich die wieder weg. Ja. Aktiviert? Die kann man deaktivieren? Ja, ich kenne einen Server, da sind die deaktiviert. Nein, bei uns sind die aktiviert, die kannst du benutzen. Okay, gut. Das sieht dann besser aus beim Sortieren, als wenn da Schilder stehen, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ich benutze die Dinger ja auch als Bilder und so. Ich wusste überhaupt nicht, dass man die deaktivieren kann. Wusste ich jetzt auch nicht, aber man lernt nie aus. Ich weiß auch nicht, wie es geht, aber... Es geht. Gut, so, mein Obdachlosen-Asyl ist fertig. Echt? Ja. Hier rennt ein Creeper auf dem Rathausplatz rum. Tja, der will wahrscheinlich Asyl. Da muss auch ein Schild hin. Obdachlosen-Asyl. Ich hoffe, das ist richtig geschrieben. Ich weiß nicht, konnte ich jetzt nicht drauf gucken. Ja, ich auch nicht. Ich auch nicht. Jetzt hatte ich eigentlich eine Idee gehabt für hier unten rein. Jetzt habe ich sie wieder vergessen. Sowas. Ist gut, ne? Wir sollten jetzt auch gleich mit dem Thema anfangen. Genau, du hattest ja noch ein Thema. Drachenpirat vorgeschlagen hatte. Moment, ich muss erstmal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das Thema von der Lisa aufgeschrieben hatte, weil dann müsste ich das jetzt mal eben abhaken. Weiß ich nicht. Ich glaube, von Lisa hatte nur ich das aufgeschrieben. Ja, ich glaube auch. Okay. Dann haben wir jetzt vom Drachenpiraten DSDS und Supertalent unsere Meinung. Ach du Heiliger. Bimbam. Was? Du was Heiliger Bimbam. Was hast du gesagt? Heiliger Bimbam. Ja. Yeah. Übel. Üble Sendungen. Hallo Zombie. Erstmal ablenken, damit man dann nichts zu sagen muss. Ja, Supertalent? Supertalent. Supertalent finde ich ganz süß manchmal. Aber wenn ich da an Sachen denke, wie es gab da mal vor ein paar Jahren. Das ist, glaube ich, 2 Jahre her. Ein Pärchen. Zwei oder 3 Jahre. Ja, egal. Es gab da mal ein Pärchen und dieser Typ und diese Tussi. Und das ist Niveau, ja. Das war so gewesen, dass sie ihn hingelegt hat. Und nee, umgekehrt. Nee, nein, richtig, sie hat gegessen. Genau. Und dieser Typ wurde von ihr mit Spaghettis übergossen und sie hat dann von ihm gegessen. Also ein ganz tolles Talent. Fand ich sehr, sehr ekelhaft, muss ich sagen. Das war echt. Das ist auch Blödsinn. Also es war echt übel, so als Talent kann man das nicht bezeichnen. Ja, also da gibt es schon Leute irgendwie, da sagt man sich, ey, meine Fresse. Ja, DSDS, eine coole Sendung an sich. Was mich ein bisschen stört an dieser Sendung ist, die Art und Weise, wie der Bohlen sich da präsentiert. Also ich mag den Kerl eigentlich, aber ich finde dieses Sprüche-Kloppen und so, das muss einfach nicht dauerhaft sein, ja? Das ist so ein Ding, das gefällt mir nicht. Jetzt, dieses Jahr war ja K1 heißt der, ne? Ja, ich weiß nicht. Irgendwie so ein Typ. Dieser Typ, wo man das Gefühl hat, der hat sein Kopfinneres irgendwo abgegeben.
Ich will eigentlich gar nicht schlecht über den reden. Nicht, dass ich irgendjemandem seinen Unmut zuziehe, aber ich kann diesen Typen einfach nicht leiden. Und finde den auch sehr, sehr übertrieben. Ja. Von der Show an sich halte ich eigentlich auch weniger, denn ich finde Leute, die wirklich Talent haben, und da sind einige bei, die tatsächlich Talent haben und die es wirklich verdient hätten, ja, eine Karriere zu machen und eigentlich auch eine reelle Chance zu kriegen, finde ich es immer sehr schade, wenn die sich dann in DSDS verballern irgendwie und dahin gehen und eben ihre Chancen auf wirklichen Erfolg verspielen dadurch. Denn jeder, der in irgendeiner Weise mit DSDS berühmt geworden ist, war für ein, zwei Jahre da und dann verschwunden. Wir uns zum Beispiel den, wie heißt er noch, den Klavs, Andreas Klavs oder nee, Alexander Klavs, ne? Uns den angucken, der war jetzt erst wieder bei Let's Dance gewesen, das habe ich durch Zufall mitgekriegt, dass der da gewonnen hat. Von dem hört man auch nichts mehr. Ja, das war ja, glaube ich, der allererste DSDS-Superstar irgendwie. Naja, er hat immerhin bei Let's Dance gewonnen. Also man hat durchaus wie ausgehört. Ja, nach Ewigkeiten mal wieder. Aber eben nicht in dem, wo er eigentlich... Eben, also genau. Und wenn man sich anguckt, den... ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der... Irgendwas mit M, glaube ich. Keine Ahnung. Oder so. Ja, war auf jeden Fall auch ein total cooler Typ gewesen. Der hat so Sommerhits und sowas gemacht. Keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen. Ich bin eher kein Charthörer, von daher. Ja, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, habe ich vergessen. Also auch sehr schade irgendwie, dass der sich so verballert hat. Ich sehe ihn vor mir, aber ich kann jetzt den Namen nicht sagen. Das ist halt, ja, ich finde es halt einfach schade. Von denen, die weniger geschafft haben in DSDS selber. Ein Beispiel ist da zum Beispiel der Nevio Passaro oder was weiß ich, wie der noch mit Nachnamen heißt. Der ist eigentlich nur unter Nevio unterwegs. Das ist ein Italiener, der eben Deutsch, Italienisch, Englisch singt. Ein ganz klasse Typ. Also hat mir am besten gefallen eigentlich von allen Sendungen bis jetzt. Und das ist auch so einer, der ja recht weit gekommen ist im Nachhinein noch, ne? Hat, glaube ich, Platz 5 gemacht oder so. Keine Ahnung. Und, ja, ich finde es einfach schade, dass die Leute so verballert werden und die Talente so vergeudet werden irgendwo. Es scheint so dein Thema zu sein. Interessant finde ich jetzt gerade an dieser ganzen Sache irgendwie. Ja, Mulenia sagt irgendwie, ja, das sind so irgendwie blöde Sendungen, aber weiß alles auswendig. Kannst alles irgendwie, ja, da war der Alexander irgendwer und der Nevio sowieso und dies und das und der hat das und das gemacht, aber die ganze Sendung irgendwie, keiner liest die Bild, aber jeder hat sie oder so. Ja, ich muss ja zugeben, ich habe jahrelang geguckt. Dieses Jahr nicht, letztes Jahr auch nicht, ne? Nee. Letztes Jahr haben wir auch nicht geguckt. Also ich habe das erste Mal geguckt. Also die letzte Staffel war mit Pietro. Ja. Da habe ich das erste Mal geguckt und das einzige Mal. Genau. Das hat gereicht eigentlich. Also wenn man das einmal gesehen hat, dann kann man sich das schenken. Alle anderen, finde ich, alle weiteren Staffeln. Ja. Was ich tatsächlich immer mal wieder interessant finde, ist eben das Supertalent. Ja. Also ganz einfach deswegen, nicht wegen diesen Leuten, weil die jetzt irgendwelche Spaghettis von irgendwelchen Typen essen, sondern weil das eben halt immer was anderes sein kann. Mhm, genau. Ja? Bei DSDS hast du immer Musik, du hast immer Sänger. Ja. Und bei Supertalent hast du eben halt immer verschiedene Dinge. Ja, und da sind durchaus auch interessante Sachen bei. Ich kann mich daran erinnern, irgendwann war mal eine Sendung, da waren so diese, weiß gar nicht, wie man die nennt, die so ein Kerl und so eine Frau, die sich halt per Muskelkraft irgendwie so aufeinander abstützen. Genau, diese und Akrobaten da, ja, die waren total cool. Das war schon, ja, dieser Akrobatikram, mhm, irgendwie, das ist schon ziemlich geil gewesen irgendwie. Sind zwar nicht weitergekommen irgendwie, weil Bohlen das nicht als Talent angesehen hat, mhm, sondern mehr als Training oder Übung oder was weiß ich, keine Ahnung. Irgendwas hat er da gehabt, ist ja auch egal. Aber ich fand das schon ziemlich beeindruckend, irgendwie sowas zu sehen. Ja. Das stimmt. Was man so an durch Körperspannung und so alles bewerkstelligen kann. Ja. Und deswegen finde ich die Sendung persönlich dann eher sehenswert als DSDS. Ja. Also was ich sehr, sehr cool fand, es liegt wahrscheinlich einfach an dem Mama-Herz irgendwie, da kann man mal so herrlich schön heulen, wenn die Kleinkinder da singen, war
Super nee, Sing it, sing, weiß ich nicht. Sing nee, The Voice. The Voice. The Voice Kids, genau. Ah je, das war süß, ey. Ja, The Voice Kids, das finde ich dann auch noch wieder toll irgendwie. Ja, das finde ich auch gut. Da gibt es wirklich ganz nette Sachen bei. Also ganz nette Kiddies bei, die da am Rumtrellern sind. Sehr geil war das jetzt, war, glaube ich, jetzt in dieser Staffel ja dieses Jahr. Ich weiß nicht, ob das die erste auch überhaupt war oder sowas, was erstmal ich gesehen habe. War diese, kannst du dich noch erinnern, die mit den Schuhen oder mit den Dosen? Mit das den kleine Bechern Mädel auf oder dem Bechern? Tisch. Ja, ja, mit da, den Bechern. Der Hammer irgendwie, ey. Sowas Geiles. Cool. Da war doch auch so eine ganz kleine dabei, oder war die beim Supertalent? Ich weiß es gar nicht. Diese Dreijährige da irgendwie. Nee, die war eine Zauberin. Die ja, war, beim, das war beim Supertalent gewesen. Ah, da hätte ich ja auch Orts und Wasser lernen können, ne? Wenn so kleine Kinder da irgendwie so voll süß ihre Talente zeigen. Ja. Wie sie zaubern und so. Das ist schon, also ist schon süß teilweise, ja. Ja, aber das war tatsächlich auch gut gemacht irgendwie. Ja, also. So, jetzt aber mal hier, Wusimu, sag du mal deine Meinung dazu, wenn es sowas in der Schweiz überhaupt gibt. Also Schweizer Fernsehen schaue ich erst gar nicht. Also okay, allgemein Fernsehen schaue ich schon seit Jahren nicht mehr. Es kommt jetzt eigentlich nur noch Schrott. Und ja, das. So. DSDs habe ich nur die erste Staffel gesehen. Aber keine Ahnung mehr, wer da gesungen hat und so, ist da glaube ich auch schon sehr viele Jahre her. Alexander Klavs hat da gewonnen. Das ist, ja, wir wissen es, Alexander Klavs. Das ist jetzt ja auch schon 11 Jahre her oder so. Ja. Erinnert ihr euch noch an Dings, an Daniel Kübelböck? Ja. Ich fand den ja so cool, diesen Typen. Ich kann mich kennen, den nur durch den Gurkenlaster und so. Gurkenlaster? Ja, das war doch der Typ mit dem Gurkenlaster, oder? Der in den Gurkenlaster gefahren ist, das ist der doch, ne? Keine Ahnung, kann sein. Auf jeden Fall fand ich den total cool, denn der war mal wirklich was anderes, ja? Der war nicht so Standard irgendwie so, Schönling stellt sich auf die Bühne und kann schön singen, ja? Sondern das war echt mal eine verrückte Type, es war so eine richtige Marke irgendwie. Ja. Deswegen hat der mir gefallen, dann diese typischen Superstars. Also ich finde immer bei DSDS ist, in der Vorrunde, wenn die dann in den Recall gehen irgendwie und dann, weiß man eigentlich schon, wer am Ende in die Top 10 kommt, ja, wer in die Live-Shows geht. Das weiß man einfach. Das sieht man am Aussehen. Ja. Hast du typischen Schönling irgendwie, kleine hübschen Typen, der ist auf jeden Fall dabei. Hast du noch eine dabei, die sich sehr präsentiert und sehr viel nackte Haut zeigt, ja, dann ist die auch auf jeden Fall dabei. Also es sind schon so Dinge, wo man denkt, okay, dabei wissen wir doch schon, wer es wird, ne? Meistens ist es dann am Ende der Schönling. Und da kann ich dann drauf verzichten. Also, ich unterbreche dich ja nur sehr ungern in deinem Redefluss, weil du jetzt ja mal irgendwie ein Thema wieder hast, wo du so richtig viel zu sagst. Aber nichtsdestotrotz wird mich tatsächlich auch mal die Meinung von unserem Jüngsten hier in der Runde interessieren, denn diese Sendungen sind ja ganz oft eben auf junge Leute ausgelegt. Ja. Stimmt. Was denn der Tim davon hält? Denn du hast ja bestimmt auch schon DSDS gesehen oder Supertalent. Also Supertalent gucke ich öfter, das finde ich jetzt auch nicht so schlecht, aber DSDS gefällt mir, muss ich ehrlich sagen, nicht so. Ich weiß nicht warum, ich finde die Jury nicht so gut. Das ist immer teils, also muss ich sagen, was die Jury angeht. Ich finde diese Kombi aus wie heißt dieser Modefutz noch? Dings war das, du musst erlauben, wieso, damit die Handtasche lebe, warte mal. Ja, ich glaube, das ist so spricht der Bruce, nicht. Bruce, genau. Bruce ist cool, Bruce Dunnell. Ja. Und ja, das war sehr, cool. Sehr cool irgendwie, diese Kombination aus Bruce Dunnell und Dieter Bohlen fand ich damals sehr geil irgendwie, also das war auch, glaube ich, das war das Jahr nach Dings sogar, ne? Ich glaube, das war das Jahr mit Pietro. Keine Ahnung, auf jeden Fall, die Jury fand ich sehr geil irgendwie. Ja, der war ja auch, glaube ich, 2 Jahre dabei, Bruce Dunnell. Ja? Ja, ich glaube. Weiß ja. ich nicht. Also, was ich ganz schlecht fand, wo ich dann ab und zu ja nur, oder wir ja nur ab und zu reingeguckt hatten bei DSDS, war mit Tokyo Hotel. Sehr enttäuschend, ja. Ich habe also mich so gefreut gehabt auf Bill irgendwie und dann war der so ruhig und hat sich so zurückgehalten. Ach, das war alles, die waren immer nicht gleicher Meinung und ich weiß nicht, die haben sich immer mit dem Bohlen am Arsch gehabt und so ein Scheiß. Ja, es war also, was ich gesehen habe zumindest davon. Ja, das ist eben, war nicht so toll. Hatte ich mich drauf gefreut, die beiden da mit in der Show zu haben. Ja. Ja, und jetzt eben das mit diesem anderen Fuzzi da, mit diesem 50 Cent oder wie der da heißt. Nee, K1. K1, genau. Ja, den mag ich ja so gar nicht. Oder
Ja, muss ich auch sagen. Also Tokyo Hotel hatte mich schon sehr enttäuscht. Hatte ich mich doch sehr drauf gefreut. Muss ich ja zugeben. Naja. Ich mag halt Bill. Oder ich mochte ihn, sagen wir es mal so. Mich hat das nicht so wirklich interessiert, muss ich sagen. Ja. Tokyo Hotel ist halt nicht meins. Ja, mittlerweile ist mir Bill auch zu sehr abgehoben. Aber früher war er schon cool. Ja, ist halt was anderes. Ist nicht so Mainstream, nicht so typischer Schönling. Ja, nun muss ich aber auch sagen, wie gesagt, wir gucken ja nun auch verdammt wenig Fernsehen. Ja. Denn es gibt, wie Wusimu das ja eigentlich auch schon recht treffend gesagt hat, gibt es fast nur noch Schrott, wenn ich mir so Sachen angucke wie Bauer sucht Frau oder Familien im Brennpunkt. Ja. Und wie die alle heißen, diese Sendung. Ja, und keine Ahnung, mein dunkles Geheimnis oder mein kleines Geheimnis oder wie heißt das? Keine Ahnung. Ich glaube, mein dunkles Geheimnis. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das sind so Sachen, da guckst du dir die Vorschau an und dann denkst du schon, ach du Scheiße, ey. Ja. Nein, danke. Also manchmal, wenn man mal einfach das Hirn ausmachen möchte, dann kann man sich sowas angucken. Mhm. Wenn man sonntags nachmittags einfach mal auf dem Sofa rumfläzt oder so. Ja, und man nicht gerade irgendwelche Serien noch liegen hat. Genau. Das Einzige, was ich noch gerne gucke, ist der Trödeltrupp. Ja, ich auch. Trödeltrupp. Das ist so eine Fernsehserie, also die gucke ich doch ganz gerne, muss ich sagen. Die finde ich ganz nett. Das ist wirklich ganz nice, muss ich auch sagen. Also da kann man schon manchmal erlebt man da extreme Schicksale auch. Ja. Und ob das es nun ist alles auch ganz echt ist, sei mal dahingestellt. Ja, okay, das ist ja sowieso bei Sendungen, bei Fernsehserien heutzutage, ne? Aber so vom Ding her finde ich das auch interessant. Also das ist auch sowas, wo ich noch sagen könnte, ja, das gucke ich mir an. Mhm. Der Trödeltrupp. Gucken wir ja auch oft zusammen. Ja. Ja, das ist so. Aber sonst so Serien gucken eigentlich so gar nicht, ne? Doch, Serien schon, aber... Ja, aber jetzt nicht im Fernsehen, dass wir jetzt sagen, wir haben da irgendwelche festen Serien wie à la GZSZ oder... Ach, unter uns, und das ist ja eh alles das Gleiche. Ja, das, nee. Nein, also das nicht. Also da muss es schon ganz, ganz hart kommen. Und nichts anderes geben. Ja, und selbst dann, glaube ich, würde ich eher YouTube anschmeißen und mir irgendein nettes Video von irgendwem reinziehen. Genau. Lieber ein Video vom Tim Sims oder so angucken. Ja. Haha. Als dass ich, was haha. Wir gucken deine Wir Videos Wir gucken deine immer. Videos tatsächlich, also das ist nicht gelogen. Nein. Glaube ich euch, ja, aber es hat sich gerade so irgendwie so ein bisschen komisch. Nein, das ist, also da, ne, nix da. Also wie gesagt, da würde ich eher ein Video, also viel lieber ein Video von dir gucken, als dass ich mir irgendwelchen Schrott im Fernsehen da reinpfeife. Ja, das sehe ich auch so. Aber also wir gucken sowieso ganz viel auf DVD. Ja. Beziehungsweise über gewisse Dienste. Ja, halt On Demand, ne? On Demand, genau. Jetzt Amazon und so, die haben recht viele nette Serien. Ja. Wo man schön streamen kann, das ist nett. Alles legal. Fall. Genau, wir bezahlen dafür. Eben, wir bezahlen dafür, ganz genau. Wie immer bei uns, alles legal. So sieht's aus. Ja. Ja. Der Part ist schon wieder zu Ende. Schon wieder doch. Ja, so langsam geht uns auch der Gesprächsstoff aus. Ich finde, das passt gerade total. Ja, ich finde diese 20-Minuten-Marke oder so, oder von mir aus mit Vorgeplänkel 15 Minuten oder so, das reicht meistens immer ganz gut. Genau. Für so ein Thema. Leute, schreibt uns eure Meinung, wie immer, zum Thema DSDS oder Superstar. Supertalent. Ach genau, Supertalent. Superstar ist ja DSDS. Ja. Zu DSDS oder Deutschland sucht den Superstar. Genau. und ja, haut in die Tasten, wie gesagt, wie immer, lasst hören, was eure Meinung dazu ist. Ja. Genau, ich habe jetzt ein Part lang nur Böden gemacht, also habe ich gar nicht gemerkt. Hoppla. Ja, das fällt dann gar nicht so auf, wenn man irgendwelche Themen diskutiert. Ja, das ist schon übel. Na gut, dann sehen wir uns im nächsten Part. Im nächsten Part wieder. Mit Tim und Wusimu. Genau, also bis denn. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.